Jo Leute, wir müssen das Video auf jeden Fall unterbrechen, weil jetzt viele Leute sind, zu viele Polizei und so. Jetzt alle nach Hause, was hier eskaliert, Flaschen fliegen durch die Gegend. Wir sind VIP. Jo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Auf jeden Fall, wir sind heute in Hamburg unterwegs und ich sage jetzt schon mal, das Video, was wir gedreht haben, wir drehen es jetzt am Ende des Videos. Es ist extrem eskaliert hier. Bullen filmen mal die Polizei hinter uns. Fliegen Polen, Böller und sowas, Flaschen fliegen durch die Gegend. Eskaliert komplett, die Demonstration wurde auch abgesagt und so. Checkt das Video bis zum Ende aus, lustige Sachen dabei, nervige Sachen dabei, ernste Sachen, nehmt das Thema auf jeden Fall ernst. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare eure Meinungen zum Video. Wir haben genau das gleiche gedreht auf seinem Kanal, checkt es auf jeden Fall in der Videobeschreibung ab. Thema Rassismus. Aber mein Video müsst ihr jetzt sofort angucken, weil das ist wichtiger, oder? Nein. Ja, doch. Emo hinter der Kamera, gerne mal abchecken, ist in der Videobeschreibung verlinkt und eingeblendet. Und schreibt in die Kommentare, wie gesagt, eure Meinung dazu und ciao. Einmal dein Name? Ich bin Louis Tamba. I'm Liability. Hattet ihr mit Rassismus schon mal was zu tun? Ja. Ja, mein Deutsch nicht so gut. Ich finde das gut, wenn ich kann Englisch. Ja, gerne. Ja, Rassismus ist somehow bad and difficult, because more especially where we live. For example, can I see your hand? Can you raise your hand like this for me? Yeah. This is hand. You have hand. I have hand. Right? Yeah. You have head. I have head. Yeah. So I don't choose to be a black. Yeah. And it's a color that was given by God. And I deserve to be a black, and I deserve respect as a black. More especially, you have like, I have like. You can run, I can run. I don't think racism is something that we should fight all the time, suffer in the hands of white. Yeah. Do you comfortable with racism yourself? No, I am not comfortable with racism. It makes me to feel like I am nobody. Yeah. More especially where we find ourselves today. We are in the Western world, in the white man land, and white don't respect, or we are suffering in the hands of the police. Yeah. So I am not really comfortable with racism. That's good. Okay. Thank you. Do you tell anything else? Yeah. What I want to say to those that are out there looking at us, we are in Hamburg, Germany today. We are fighting against racism. This have to stop. Yeah. Racism have to stop. We are all one. Black are also racist. Not only white. We the black, some of us, we are also racist. But I want to say we are all one. Despite the color, we are all human. We of are course. Not animals, or we are no, dumb. No. So we are all one. Yeah. Thank you very okay. much. Thank you very much. Ciao. Say your name. My name is Usman. Usman. Where are you from? I'm from Gambia. What are you doing in Hamburg today? Yeah, I just come to this demonstration, you know, because, you know, really, you know, this, what is happening in America, you know, yeah. it's really heartbreak, you know. Yeah. So even me, I don't have a peace here, you know. We don't have a peace, you know, because of this politic and police yeah. system, you know. Yeah, I know. So we don't have any friend here, you know. People, if you meet with people, they just run, you know. I don't know what is going on, you know. It's like we are not a human, you know. Yeah. So it's really shy, you know, for me, you know. Okay. Do you have a situation with racism? Yeah, you know, I can say that, you know, I will thank for German people, you know, some people, some good people, you know. Yeah. Some good people, they are helping us, you know. I'm so glad. I'm so happy about those people, you know, but yeah. Sometimes auch bad people. Yeah, it's too much, you know. It's too much, you know, yeah. because I see a lot of racism, you know. Yes? From yeah, you know, I see a lot of racism, you know. And the people say something to you or so much, you know. So yeah, okay. I don't have to say all, you know, just okay. Thank you. Yeah, man. Okay. See you. Einmal dein Name? Ich bin David. Dein Name? Woher? Hier ist Ach so, ja. Sag mal. Dein Name? Ja, Thies. Warum seid ihr heute hier? Die Polizei in den USA hat schon wieder einen Schwarzen ermordet. Ja. Ich glaube, dass der Rassismus von der Polizei in den USA nicht so eine Sache von einzelnen Personen und rassistischen Cops ist, sondern halt den Mächtigen nützt und ganz bewusst Polizei dazu eingesetzt wird, Scheiße zu halten, Scheiße zu handeln und die Leute untereinander ja. aufzuspalten. Okay. Ich bin auch hier, weil, ja, aus denselben Gründen, klar ist ja derselbe Demo-Anlass, aber vor allen Dingen auch, weil ich denke, dass es wichtig ist, sich weltweit zu solidarisieren
wenn sowas passiert, wenn es gerade mal einen Moment gibt, wo es sowieso eine große Medienaufmerksamkeit für Rassismus gibt, dass man dann hier in Deutschland auch auf die Straße geht und sich eben solidarisch zeigt und den Rassismus hier thematisiert, genauso wie den in den USA. Habt ihr schon mal irgendwie rassistische Sachen mitbekommen hier in Deutschland? Klar bekommt man Rassismus hier mit, sozusagen schon öfter, aber ja, nicht nur auf der individuellen Ebene, dass sich jemand so verhält, sondern auch vom Staat her ganz einfach bei der ganzen Scheiße, wie mit Behörden umgegangen wird, wie unterschiedliche Rechte da sind. Also ja, ich glaube, es gibt das eine Ding, wie sich dass sich Leute rassistisch verhalten, weil sie ja den Scheiß, der in Bild und so weiter geschrieben wird, halt sie ihr Denken kaputt macht, so. Ja. Aber das andere ist, wie der Staat halt handelt, und das ist auch zutiefst rassistisch. Okay. Wollt ihr noch irgendwas sagen an die Leute da draußen? Ja, macht mit, beteiligt euch an solchen Demos, seid solidarisch und denkt dran, dass eben Rassismus nicht nur ist der Bulle, der jemanden umbringt oder verprügelt, und auch nicht nur der Fascho, der irgendwie jemanden anpöbelt oder angreift, sondern eben auch so staatlicher Rassismus, so strukturelle Sachen wie das, wie mit Geflüchteten umgegangen wird hier in Deutschland. Alles klar, okay. Ich danke euch. Ja, danke dir. Wer hat mein Name? Lukas. Wer bist du? 14. Okay, perfekt. Was machst du erstmal hier? Also, warum bist du hier? Ich bin hier, weil ich das nicht akzeptieren kann, dass Rassismus heutzutage immer noch am Start ist. Es macht mich einfach aggressiv, dass es halt immer noch diese Menschen heutzutage gibt, die das, die schwarze Menschen oder allgemein ausländische Menschen nicht akzeptieren und die einfach, ja, halt töten. Das mit den Töten bezieht sich auf Amerika, ne? Ja, ja. Ja, genau, mit George Floyd und so. Ja. Und glaubst du, das wird irgendwann auch mal in Deutschland so passieren? Ich glaube, das könnte dazu kommen. Ich weiß nicht. Ich glaube, es könnte, wenn wir jetzt nichts dagegen tun, könnte es kommen. Aber wenn wir jetzt so weiter demonstrieren und auch versuchen, das halt zu verhindern, dann nicht. Was gibt es so für ein Gefühl, wenn du siehst, wie jeder hier zusammenhält und alle hierher kommen und so? Wie findest du das? Ich finde das richtig gut, weil am Ende, wir sind alle Menschen. Ja. Und dass wir alle so am selben Strang ziehen, ist gut. Das ja gefällt mir. Dankeschön. Danke. Dann willst du mal so in die Kamera sagen, dein Instagram oder so? Mein Insta, LukasST19, ja, mit C. Genau. Perfekt. Danke, ciao. Check mal kurz, was in Hamburg abgeht. Check mal da hinten. Film mal da oben rüber. Bruder, zu krank. Hamburg eskaliert komplett, Digga. Film mal da vorne nochmal. Bruder. Ey, ganz kurz, Digga. Hamburg geht absolut ab. Die Demonstration und so, die geht so krank ab. Werfen Leute Flaschen durch die Gegend und so, gehen auf die Polizisten drauf. Was eigentlich komplett unnötig ist, Digga, weil die nichts gemacht haben oder so. Kranke Scheiße. Jo Leute, wir müssen das Video auf jeden Fall unterbrechen, weil hier zu viele Leute sind, zu viele Polizei und so. Wir schicken jetzt alle nach Hause, was hier eskaliert, Flaschen, Finger durch die Gegend. Folgt. Abonniert erstmal ihn, weil sein Video auf den. Aber wir haben genau das gleiche Gerät, checken wir uns auch ab, ist in der Beschreibung, ne? Auf jeden. Ja, genau. Checken uns sagen ab, alle, die dabei waren, alle abchecken. Die kommen mit Pferden und so, weil wir sind die Sackgasse, wir können da nicht durch, wir können hier nicht durch. Die Tür ist da hinten einfach zu, wir sitzen einfach hier seit, wie lange, 20, 30 Minuten? Und wir machen gar nichts mehr, Digga. Okay, wir chillen hier einfach jetzt. Ich würde sagen, schreibt in die Kommentare eure Meinungen zu Rassismus und zu der Polizei, dass ihr bedroht werdet und sowas. Und ich würde sagen, check Instagram und Snapchat ab. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Was geht ab? Ja, wegen Polizei draußen ist zu viel los, deswegen sind wir jetzt hier drin, Digga. Auf safe Basis, weil, du musst wissen, die Roli bezahlt sich nicht von alleine. Sag mal.